Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Projekt auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu Infamous Second Son. Vor 7 Jahren hielt eine kleine Gruppe von Menschen, sogenannte Conduits, spontan die Kontrolle über Naturelemente, die sie als Waffen einsetzen konnten. Das Department of Unified Protection wurde gegründet, um alle Conduits, nun als Bioterroristen bezeichnet, zum Schutz der Bevölkerung zu finden und für immer wegzusperren. Es wird angenommen, dass alle Bioterroristen gefasst und inhaftiert wurden. Als Resultat zieht sich das Department of Unified Protection langsam zurück und das Militär übernimmt die Bewachung der inhaftierten Bioterroristen. Heute verlässt der erste Militärtransport mit Bioterroristen das DOP-Gefängnis Colin Kay Station und bringt sie in ein Armeegefängnis im Norden des Staates Washington. Doch dort wird er nicht ankommen. Sony Computer Entertainment America Presents. Attacker Punch Production. Seitwärts halten und wir schütteln die Farbspraydose. Wir müssen hier nur diese Schablone übersprühen. Ich kenne den Teil, ich habe einen Fehler nämlich in der Aufnahme gemacht, liebe Leute. So, also den Kram noch übersprühen. Ah, da fehlt noch ein kleiner Rest. Und jetzt den Rest noch versprühen. Ist ja das nicht so einfach mit dem Controller? Gut, das sind so eine Farbdose, wo nicht viel drin ist. So, was fehlt jetzt noch? Nichts mehr, okay. Nennt sich perfekt. Ist, dann... Ah, verdammt! Okay, denk nach, Delson, denk! Ah, Party im Langhaus. Ich muss einfach hingehen, mich unter das Volk mischen, mein Alibi sichern. Wenn das mal so einfach wäre. Echt kriminelles Superhirn. So. Ich bin's nur, Betty. Und würdest du den Tacker weglegen? Echt jetzt? Was machst du hier? Warum bist du nicht bei der Sache im Langhaus? Ja, irgendwie habe ich mich heute nicht so komisch gefühlt. Aber du siehst klasse aus. Steht dir echt gut. Im Ernst. Was hast du auf dem Dach getrieben, hm? Nix.
Nur... Hast du was angestellt? Komm schon, ich weiß, dass du da drin bist. Also los, komm da raus. Oder ich rufe Betty und sie bringt in 5 Minuten die Schlüssel. Du hast was angestellt. Okay, und nein. Schon, was willst du denn machen? Ja, aber ich habe keine Wahl. Er ist ein Cop. Ich komme in 5 Minuten wieder. Und wehe, du bist noch hier. Ja, wahrscheinlich nicht so schnell weg. Danke, Betty. Das ist das letzte Mal. Jetzt muss ich wieder in mein Büro. Offenbar erwarte ich einen Anruf. So, schnell weg hier. Dass dieser Kerl nichts Besseres zu tun hat. So, hopp, hopp. Schau hier raus. Hallo, Freiheit. So, jetzt müssen wir sicher nur darüber kommen irgendwie. Jetzt der leichte Teil. Ab zum Langhaus und für ein Alibi sorgen. Gut, dass ich schon ungefähr weiß, wie es läuft. Da ich den Teil hier schon gespielt habe. Habe ich irgendwie Fehler gemacht mit der Aufnahme, aber diesmal ist kein... Gott sei Dank kann man das Spiel neu starten. Und ich brauche nur den alten Spielstand wieder zu laden, dann ist gut. Los, aus dem Weg! So. Ja, mal hier rüber. Oh, er mag nicht schwimmen gehen. Er klettert lieber. Na, lecker. Ja, Gott sei Dank sind wir gleich in Sicherheit. Also ich muss sagen, ich habe schon ein bisschen gespielt, das Spiel macht einfach Laune. Es macht wirklich Laune. Hat ein bisschen was von Android, Detroit Become Human und von, wie heißt es? So, warte mal, ich muss hier irgendwie hochkommen. Okay, da will er nicht hoch. Jetzt wieder aber hoch. Ja. Aber. Ne, ja, warte mal. Andersrum ist vielleicht die sicherste Variante. Er zieht euch. So, jetzt müssen wir wieder. Warte mal, darüber geht's. Und hopp. Das war knapp. So. Nicht runtersehen, alles nur nicht runtersehen. Und Tipp. So, dann sind wir da. Der Plan läuft wie geschmiert. Auf jeden Fall. Und rein in das Gebäude. Hey, oh, Mann, ich hab schon ewig nach dir gesucht. Wir sollten jetzt vielleicht reingehen. Keine Ahnung, wie peinlich es für mich ist, meinen eigenen Bruder festzunehmen. Und das immer und immer und immer wieder. Dann hör doch auf, deinen Bruder festzunehmen. Immer und immer und immer wieder. Hältst du das für einen Witz? Nein, das ist... Willst du damit die Welt verändern, hä? Glaubst du, das macht unsere Eltern stolz? Krimineller Vandalismus? Hör mal, draußen läuft eine Menge heftige Scheiße. Während ich da rausgehe, um mein Talent für etwas einzusetzen... Du versuchst dein Talent einzusetzen? Wovon zum Teufel redest du überhaupt? Warum lässt du mich nicht sein, wer ich bin? Erzähl mir, vor welcher heftigen Scheiße du uns retten willst. Würde ich dir erklären. Denn ich kapier's nicht. Reggie? Was? Truck. Ui, 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 ui. Oh, 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 oh. Aua. Ach du Scheiße. Häftlinge, die hinkommen, ne? Ich folge den beiden. Bleib du zurück. Das Ding geht gleich hoch. Wir sollen an der Unfallstelle noch überleben und suchen. Okay? Da ist es doch genau. Ein Militärtruck? Komm, dem helfen wir mal. Ja. Ich dachte, ich werde draufgehen. Okay. Oh, komm. Oh. Hey, Scheiße. Los, lassen Sie ihn gehen. Und die Hände so, dass ich Sie sehen kann. Ich will niemandem wehtun. Ich will nur weg hier, bevor Sie aufkreuzen. Ich sagte, loslassen, sonst werde ich schießen. Reg. Oh, nein. Oh nein. Was zur Hölle?
soll das mit uns passiert? Und was war das vor allen Dingen? Reggie finden. Was zum Teufel war das? Was zum Teufel? Was passiert da mit mir? Das frage ich mir auch gerade. Nein! Aufhören, aufhören, aufhören! Was zum Teufel ist hier los? Mein Gott. Oh mein Gott. Das soll aufhören! So. Reg! Reg, du musst mir helfen! Was passiert hier? Reggie! Wie gesagt, ich kenne ihn anfangen ein bisschen. Nein! Reggie! Reg! Alles okay? Ja, was war das? Ich muss das Ding wegkriegen. Aber du bist... Ich muss dich da rausholen. Ja. Ja. Okay. Hilf mir schieben. Nein, nein, nein! Oh Gott. Hör nicht auf, Mann. Es hört nicht auf. Reggie, es hört nicht auf, Mann. Alles gut. Du bist okay. Nur atme. Atme. Du wirst wieder. Du wirst wieder. Ich bin einer von denen, Mann. Ich bin einer von denen. Nein. Nein. Du bist mein Bruder. Okay? Du bist mein Bruder. Okay. Die Sache hier wird vorbeigehen. Versprochen. Das wird wieder. Okay, hörst du mich? Hörst du mich? Okay. Okay. Wir müssen hier weg. Das ist der Bioterrorist. Wir müssen ihn aufhalten, bevor er den Stamm erreicht. Okay? Okay. Ich brauch dich. Ich brauche dich jetzt. Okay. Okay? Komm. Los geht's. Alles klar? Ja. Dann los. Fragen Sie Reggie zur Fischfabrik. Versprich mir nur eins. Keine von diesen Tricks mehr, ja? Aber ich hätte es doch vorhin nie zu dir geschafft, ohne... Versprich mir einfach, dass du es sein lässt. Okay. Okay. Du sollst nicht glauben, dass das, was passiert ist, etwas Gutes ist. Okay? Das ist nämlich nicht... Sheriff, wir kommen nicht rein. Der Knopf klemmt. Ich glaube, Betty ist noch da drin. Oh Mann, das Schloss ist geschmolzen. Zu. Wie zum Teufel ist er da durch? Ich glaube, er ist gerannt. Delson ist auch ein Bioterrorist. Nein, ist er nicht. Luftschächte. Gut zu wissen. Definitiv. So, dann gehen wir da nicht in den nächsten durch. Nicht gut. Man muss versuchen, seine Kraft zumindest ein bisschen zu konzentrieren. Wow. Das tut sicher weh. Betty! Durchhalten, Betty! Da kommen wir nicht weiter, Ich will die Überraschung nicht verderben. Bin gleich da, Betty! Ganz ruhig. Sie müssen bleiben weg von Sie hier. Weg von mir. Ich versuche Nein, Ihnen zu helfen. Nein, bleiben Sie weg von mir! Stopp! Der 10! Ich wollte nur für eine Ablenkung sorgen. Ich wusste nicht, dass hier jemand drin ist. Du hast mir das angetan! Du bist ein Conduit? Oh. Betty, ich erklär's dir später, aber du musst sofort hier raus. Gut, ich bin weg. Nein, erst bringst du das in Ordnung! Ich war fast mein ganzes Leben im Knast. War einfach genug, auszubrechen. Man wartet einfach auf die günstigste Gelegenheit. Als ich die Kräfte bekam, Mann, ich war unaufhaltsam. Bis dass die UP mich dann erwischt hat. Ja, die haben ein besonderes Loch, in das sie Leute wie mich reinstecken.
wie die Hölle in einer Betonkiste. Die kennen einen Weg, uns anzuketten. So können wir keine Kräfte nutzen. Natürlich mussten sie uns dann auch füttern, waschen und uns selbst den Hintern abwischen. So kann ein Mann doch nicht leben. Niemals. Da gab es dieses rothaarige Miststück. Stand voll auf Nadeln und Skalpelle. Ich nannte das, was sie mir antat, Tests. Aber im Laufe der Zeit lernt man ein paar Tricks. Man muss nur Geduld haben. Früher oder später machen sie Fehler. Ist immer so. Man sieht vielleicht etwas, man hört etwas, erfährt etwas, das man nicht wissen soll. Als das Miststück uns drei also in den Wagen steckte, da wusste ich, was gekommen war. Eine günstige Gelegenheit. Du warst da. Du warst in meinem Kopf drin. Das war ich? Das warst nicht du? Du hast es gesehen? Das DOP-Gefängnis? Wenn sie dich erwischt, dann landest du dran. Halt! Komm mal hier. Ich warne dich, Kleiner. Hau ab! Du gehst nirgendwo hin. Bis das in Ordnung ist! Hör zu, keine Ahnung, was passiert ist. Aber du solltest lieber abhauen. Warum? Du bist jetzt ein Conduit, Kleiner. Ein Bioterrorist. Willkommen im Lauf um dein Leben, Club. Und genau das tue ich jetzt. Auch wenn ich dabei durch dich durch muss. Nirgends hin, bevor du das in Ordnung gebracht hast. Das kann man nicht in Ordnung bringen. Dann zeig mir wenigstens, wie man es kontrolliert. Keine Zeit. Das DOP ist unterwegs. Und sie weiß, dass ich ihren Plan kenne. Du kriegst aber genug auf die Klappe. Das Feuer verschafft uns nur 2-3 Minuten maximal. Ich muss hier weg. Ich gehe nicht zurück nach Hörnkirchen. Naja, wer immer da kommt, kommt wegen dir, Mann. Nicht wegen mir. Du wurdest gesehen, Kleiner. Die Leute hier wissen von dir. Und sie weiß, wie man sie zum Reden bringt. Viel Glück, Kleiner. Auf keinen Fall. Ich gehe nicht in einer Fischfabrik drauf. Okay. Oh, Scheiße. Niemand muss hier etwas hierüber erfahren. Warte mal, stopp! Wir können doch reden! Oh, Henry. Ich bin wirklich sehr enttäuscht von dir. Gut. Wir haben ihn, oder? Ich, hab euch den bösen Conduit geliefert. Gute Arbeit, Leute. Besonders hier. Bioterrorist. Henry Daughtry. War ein Bioterrorist. Conduit ist ein Wort, das Verräter benutzen, die mit ihnen sympathisieren. Du bist kein Verräter. Oder? Ich hoffe nicht. Gib mir Mühe. Du wirkst nervös. Ach, weit. Nein, ich bin nicht nervös. Aus Erfahrung weiß ich, dass Menschen nur aus zwei Gründen nervös sind. Entweder sie sind feige, oder sie haben etwas zu verbergen. Ich werde auch bei hübschen Mädels nervös. Du warst mit dem Bioterroristen allein da drin. Hat er dir irgendetwas erzählt? Erzählt? Hat er dir etwas gesagt? Vielleicht eine seiner Reden gehalten über Verschwörungen? Das werden wir dann hoffentlich in der nächsten Folge erfahren bei Let's Play. Infamous Second Son.